Zack, zack. Gut, gut. Oh. Ja. Los. Lächerlich. Feinde, mach dich bereit. Ja. Das war... schon ein bisschen zu... Komm, gehen wir weiter. Knochenmehl. Obwohl, der hat auch noch Unfälle dabei. Kommt ihr schon mit? Wein kann ich alles nicht gebrauchen. Ich brauche Essen. Weizen. Ternerhelm. Ternerschwert. Ternerpfeile. Ich würde sagen, wie... speichern hier mal kurz. Und werden noch ein bisschen Kohl essen. Prophetin, geht vor. Eichenbogen. Nichts Sinnvolles. Enderaler Krustenbrot. Oh. Das habe ich gebraucht. Feinde, mach dich bereit. Ja. Weg.
Schlamm bist. Sterb endlich! Fokus. Ein einziges Mal in der Geschichte hättet ihr euch für Frieden anstatt Krieg entscheiden können. Wer hat mich denn jetzt getötet? Ich hätte das Kuschenbrot vorher essen sollen oder irgendwas anderes. Komm. Kommt schon. Lauft. Da wären wir. Geht in die Gegend am besten, Prophetin. Geht vor. Mehr Lakaien. Zack. Feind, mach dich bereit. Das waren alle. Autsch. Nur ein. Nur ein. So. Wir hatten Dietrich. Der hat ein paar Pfeile. Die haben wir Krustenbrot, genau. Und. Ich werde jetzt erstmal die Wurst essen. Noch ein Götzenkranker. Ihr hättet hinter euch in der Mauer bleiben sollen. Einmal speichern. Ist hier im Sack noch was drin? Scheiße. Und die Lichtgestalt, die Malphas war, wandte sich ab und reckte die Hände gen Himmel und tausende von Blitzen schossen herab. Mit lautem sehr gut, Zaira! Von Selna und Ketaron und sie zerschlugen die elendige Stadt um sie herum. Ja, sogar jene, die trotz der Offenbarung der Lichtgeborenen verzweifelten und deren Seelen verdorben waren, zerschlugen sie. Der Geruch von Qualm und Asche erfüllte sie Luft. Speichern. So. Lass es sein, Fall. Ihr Urteil schon gefällt. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Nee. Lass mich doch vorbei. Das ist der Ort. Sharon, ihr seid dran. Gut, geht in Deckung. Beeindruckend.
Entropie. Geht vor, Prophetin. Ihr wisst, wonach wir suchen. Gut, gut. Ich gehe aber nicht ohne mein Feuerelementar voraus. Gänsehaut. Ups. Saira, du bist blass. Wieder das Echo, richtig? Ja. Anders. Vermutlich, weil wir uns dem Epizentrum der letzten Läuterung nähern. Wenn wir also nur der Intensität des Echos folgen, müssten wir über kurz oder lang zum Tempel gelangen. Kira, verloren. Aber was ist mit ihren Augen? Sie wollen uns daran hindern, den Tempel zu erreichen. Sollen sie es nur versuchen. Fokus. Lächerlich. Was sagt er? Lächerlich? Knochen hier. Geht's nicht weiter, also hier entlang. Ja, bitteschön. Lebensenergie oder Mana? Ich würde sagen, ich hole nochmal Lebensenergie. Das ist ja irgendwie ziemlich einfach. Wo gehen wir jetzt hier entlang? Oh mein Gott. Sind alle da? Wow. Die Typen sind ziemlich einfach. Wenn man mal speichern sollte. Ab in die Stadt der 1000 Fluten. Na? Auto-Saving. Die Stadt der 1000 Fluten. Beim Namen der Sonne. Das ist wunderschön. Und gefährlich. Seht ihr den Turm dort vorne? Vielleicht können wir über ihn nach unten steigen. Kommt. Sie haben Jakal die Tore geöffnet. Ihr hättet die Wahl. Ihr hättet wählen können zwischen Ignoranz und Frieden, aber ihr habt euch falsch entschieden. Jetzt zahlt euer Volk die Strafe dafür. Sterbt! Was habt ihr gesehen? Was? Prophetin. Haben die Pyreer auch getan? Wir handeln immer noch vollkommen nach dem Muster. Aber... soll das heißen, alles, was wir bisher erreicht haben, hat keinen Unterschied gemacht? Die Sternstadt, der Siegelstein? Es heißt nur, dass die Stadt der 1000 Fluten derselben Intrige zugrunde gefallen ist wie Ark. Mehr nicht. Wir sind die erste Zivilisation, die der Entzündung des Leuchtfeuers so nahe steht. Das spüre ich. Das hoffen wir mal.
Wäre scheiße, wenn nicht, ne? Okay. Komm, ab nach unten. Der Drehwurm macht sich so langsam bemerkbar. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh. Lauf mal weiter. Ach, da bist du doch. Was? Ja, lauf weiter, Mann. Ah, hier geht's wieder. Ah. Boah, die Teile hau ich ja einfach so weg. Gut, einmal vielleicht nochmal speichern. Wer weiß, was kommt. Aber wie das hier aussieht. Hallo? Theodor? Ich hab mal wieder Textfehler. Ich würde sagen, ich mach noch mal kurz aus und sage bis gleich.